Hallo zusammen, hier ist wieder Chenar und ich bin für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es um die großen Jagdkisten und zwar wollen wir da ja immer noch den Uhuna-Begleiter rausbekommen. Ich glaube, ich habe immer Onara-Begleiter gesagt, der heißt Uhuna-Begleiter, zumindest irgendwie so in der Art. Und ja, ich hoffe, dass wir einmal Glück haben. 12 Kisten möchte ich insgesamt öffnen und ich würde sagen, wir steigen mal ein bei der ersten. Und da war er schon mal nicht drin. Nummer 2. Auch nix. Und Nummer 3, da war auch nichts drin. Gut, aber ich habe noch einen anderen Schaf vorbereitet. Und zwar haben wir den direkt daneben stehen. Und mit dem haben wir auch nochmal 3 Kisten. Nummer 4 war nix. Nummer 5 war auch nix. Und die letzte... ich habe Handschuhe bekommen. Zumindest haben wir ein T-Mog rausgezogen. Ist also sogar besser. Neues. Ja gut. 6-mal nix, dann werde ich die nächsten Chars hier hinbegeben und dann werden wir sehen, ob wir da ein bisschen mehr Glück haben. Sudela, ich habe wieder ein bisschen weiter gefarmt und zwar haben wir wieder insgesamt 3 Säckchen hier einmal rumliegen. Und ich würde sagen, die machen wir auf. Nummer 1, nix. Nummer 2 ist auch nichts drin und Nummer 3... Ich habe mal nachgeguckt auf WoW Head. Aktuell steht da drin 0,3% Dropchance bei den Säcken. Also das lässt mir jetzt nicht unbedingt hoffen, ich sag's euch. Aber gut, wir bleiben dran. So, hier anderer Char, nochmal 3 Säcke. Ah, was haben wir denn da? Es ist einfach drin, sehr schön. Jetzt machen wir die anderen auch noch auf. Nice. Der Grind hat ein Ende, ich sag's euch. Holy shit, war das jetzt ein Grind. Ach, schau, da lohnt es sich wieder viele Chars zu haben und quasi mit allen das einmal die Woche durchzuballern. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Vielleicht zeige ich euch auch noch das Pad, wie das jetzt hier aussieht, nach dem ganzen Gehassel. Unara-Begleiter, da haben wir ihn. Packt man mal aus. Und warte mal, komm mal her hier. Und da seht ihr dann, wie er aussieht. Ist jetzt nichts Spezielles, ehrlich gesagt. Sieht halt aus wie Onara, der Vogel aus dem zweiten Gebiet. Und ja. Ja, wobei, hat relativ coole Details. Ne? Ist jetzt nicht so pixelig wie die manch anderen Pets. Und ja, damit sind wir durch mit dem kleinen Video und auch mit der Videoreihe an sich. Denn jetzt habe ich ja beide Pets, sowohl das Onara-Begleiter als auch diesen Bar... Oder wie ist der Baka? Irgendwie so Baka-Begleiter, genau, den habe ich auch. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr auch schon eure 2 Pets holen konntet. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.